Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Back to the Future, The Game. Beim letzten Mal haben wir ja Emmett Brown, also den alten Emmett Brown, im Gefängnis besucht. Also, ja, wir haben durch die Gefängnisfenster mit ihm geredet. Und er meinte, wir sollten uns mal mit seinem jüngeren Ich unterhalten, weil der irgendwie einen Raketenbohrer gebastelt hat, den Emmett jetzt, also der alte Emmett jetzt brauchen könnte. Und ich würde sagen, da er im Gericht arbeitet, gucken wir doch einfach mal, wo er ist. Huch. Fassen Sie das nicht an! Das sind vertrauliche Gerichtsunterlagen. Nur vereidigte Beamte des Gerichts haben darauf Zugriff. Richter Brown besteht darauf. Sein Vater ist Richter? Richter Brown? Doc, schön Sie zu sehen. Ich bin Michael, Emmett Brown. Aber ich bin ein Gerichtsangestellter und kein Doktor. Geh mir bitte aus dem Weg. Ich habe wichtige Geschäfte zu erledigen. Was? Wo ist der denn jetzt hingelaufen? Was hab ich? Bleib doch mal stehen. Oder soll der Hafe den... Hör zu, Emmett, du kennst mich nicht, aber ich bin dein Freund. Ich halte nichts von Freunden. Sie halten mich von der Arbeit ab. Was hast du Wichtiges zu tun? Eine juristische Angelegenheit. Sehr kompliziert, sehr verworren. Ich brauche 5 Unterschriften auf jeder Kopie dieser Schadensersatzforderung, bevor Richter Brown auch nur daran denken kann, der erstgenannten Partei eine Verzichtserklärung zu bewilligen. Du hast keine Ahnung, worum es geht, oder? So wichtig ist das. Also ist einfach nur Laufbursche. Komm schon, Doc. Emmett, lass die Rechtsverdreherei sein. Es gibt etwas Wichtigeres für dich zu tun. Mr. Corleone, Sie sollten wissen, dass das Gesetz der Mörtel ist, der die Steine der Gesellschaft zusammenhält. Und wir Juristen sind wie die Maurer, die damit das Gebäude der Zukunft errichten. Hat dir das dein Vater gesagt? Jeden Morgen. Also, Emmett, wann bist du mit der Arbeit fertig? Kommt drauf an. An Wochentagen lässt mich Paps manchmal bis 9 bleiben. 9 Uhr abends? Aber heute ist Samstag. Richtig. Wahrscheinlich kann ich nicht vor 10 weg. Oh Mann, samstags bis 10 Uhr arbeiten ist doch echt scheiße. Wie wär's, wenn du früher Schluss machst und ich dir ein Bier, eine Limo spendiere? Was meinst du? Versuchen Sie nicht, mich mit zuckerhaltigen Getränken zu locken. Meine Leidenschaft ist es, die Rede der Gerechtigkeit am Laufen zu halten. Und wenn ich vor 8 gehe, bringt mich mein Paps um. Das ist natürlich blöd. Klingt, als hättest du ein bisschen Angst vor deinem Vater. Angst vor meinem Vater? Mein Paps ist der gelehrteste, gerechteste und unbestechlichste Richter, den es je in Hill Valley gab. Nur Menschen mit einem dunklen Geheimnis müssen Angst vor Richter Brown haben. Und ich habe keins. Okay. Klingt, als hättest du ein bisschen Angst vor deinem Vater. Ja, das hatten wir schon. Angst vor meinem Vater, den es je in Hill... Das hatten wir schon, das hatten wir schon. Ich muss mal eben kurz eine Pause einlegen. Bis gleich. Und weiter geht's. Nein, nicht schon wieder den. War ein bisschen zu schnell. Hör zu, ich weiß, dass du in deinem Labor an einer neuen Erfindung arbeitest. Erfindung? Erfindung? Labor? Da muss eine Verwechslung vorliegen. Mein Gebiet ist das Rechtswesen, nicht die Wissenschaft. Und die Gravitationskonstante verändert. Hallo, bin immer noch nicht ganz fertig mit dir. Komm schon, warte einen Moment. Sie schon wieder. Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Siehst du, ich komme auch ungefähr aus der Sparte. Deswegen habe ich mir dich ausgesucht. Das ist mir zwar egal, weil mich die Wissenschaft nicht im geringsten interessiert, im Gegensatz zum Rechtswesen, aber ich glaube Ihnen nicht. Das ist wahr. Ich bin Wissenschaftler. Kann der Herr Wissenschaftler mir dann vielleicht eine Kostprobe seines enormen Expertenwissens geben? Der Beinknochen ist mit dem Schenkelknochen verbunden? Erstaunlich! Okay, du willst nicht, dass dein Vater davon erfährt. Gut, wir haben alle Geheimnisse. Aber du kannst mit mir offen über dein Wissenschaftsprojekt sprechen, den... Ich bin kein Wissenschaftler. Fragen Sie mich mal, was E gleich ist. E ist gleich? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Sehen Sie? Ich weiß zwar nicht, wo Sie diese Information herhaben, Mister, aber Sie sind falsch, falsch, falsch. Das glaube ich dir nicht. Um die Umkehrfunktion der Ableitung der Geschwindigkeit relativ zur Lichtgeschwindigkeit verringert wird. Womit wir wieder bei H wären. Hallo. Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. Du kannst mir vertrauen, Doc. Emmett, ich kümmere mich nur um deine Zukunft. In vielerlei Hinsicht.
Wovon sprechen Sie? Von dir und der Wissenschaft. Na, nicht schon wieder? Wenn Sie mir noch einmal unterstellen, ein Wissenschaftler zu sein, verklage ich Sie wegen Rufmords. Also es ist ja nun wirklich nicht so, dass das Rufmord wäre, wenn man jemanden als Wissenschaftler bezeichnet. Lieber nicht. Diese Anwälte klingen ziemlich fies. Ja. Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. Es geht um deine... Sagen Sie es nicht. In diesem Fall könnte H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A... Vor allem, was redet er da eigentlich? Redet er da eigentlich dauernd? Konstant bleibt und die Gravitationskonstante veränderlich ist. Ist das überhaupt möglich? Wenn also H für den eindimensionalen harmonischen Oszillator steht, dann ergibt doch H hoch A... Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. Ja, hallo. Es geht um deine... Sagen Sie es nicht. Was mich mal interessieren würde, was Doc zu seinem eigenen Gelaber sagt. Kann man das aufnehmen? Denkt nach, Emmett. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt irgendwie auf diese Lösung kommen müssen. Fragen wir doch einfach mal den Doc. Hier kommen wir gar nicht raus. Lalala. Das sieht schon halbwegs richtig aus. Wie gesagt, an die Steuerung muss man sich erstmal gewöhnen. Können wir denn jetzt das Ding hier... Also Doc, geht Ihnen hierbei ein Licht auf? Ach, denkt nach, Emmett. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Großer Gott, bin das... Ich? Ich klinge so? Ich wollte erpicht sagen. Ich habe ganz vergessen, wie sehr ich mich in etwas hinein... Ja, was murmeln Sie da vor sich hin? Oh, das ist simpel. Das ist das Ivanov-Problem. Sag meinem jüngeren Ich einfach, dass H der Hamilton-Operator ist. Würde die Zeit gerade nicht gestört, wenn er die Antwort weiß? Nur wenn sich herausstellt, dass die Realität eigentlich nur eine holographische Illusion ist, die durch das Zusammenspiel subatomarer Partikel auf einer riesigen zweidimensionalen Membran hervorgerufen wird. Also... Es wird schon gut gehen. Wollen wir es hoffen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt wieder das ganze Universum zerstören. Aber anscheinend müssen wir ihm jetzt nur dieses... Was war das? Hamilton-Faktor oder irgendwie? Hamilton, keine Ahnung, was sagen. Vielleicht redet er dann ja mit uns. Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. Ja, ich belästige dich doch gar nicht. Vielleicht ist H der Hamilton-Operator. Was haben Sie gerade gesagt? Ich sagte, vielleicht ist H der... Hamilton-Operator? Ja. Großer Gott, wenn H der Hamilton-Operator ist, dann kann H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von H nur dasselbe sein wie der Erwartungswert von A. Haha, das ist es! Das ist die Lösung zu Ivanovs Rätsel! Das Problem, über das ich mir schon die ganze Woche den Kopf zermartere! Ja, du hättest es in ein paar Tagen selbst herausgefunden. So wie du herausgefunden hast, wie man einen Raketenbohrer baut. Woher wissen Sie so viel über Wissenschaft? Ich glaube, wenn wir sagen, wir kommen vom Planeten Vulkan, nimmt er uns nicht so wirklich ernst. Und aus der Zukunft, ja, ich sag mal, ich lese viel Jules Verne. Nun ja, es ist so. Halt, Sie wissen von meinem Raketenbohrer? Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Was? Sie sind vom Patentamt. Ich muss zugeben, dass ich nicht wusste, was mich erwartet, als ich die Papiere eingeschickt habe. Willkommen, stets zu Ihren Diensten. Was kann ich für Sie tun? Mir helfen. Kann ich deinen Raketenbohrer sehen? Natürlich, natürlich. Es ist noch ein Prototyp. Beinahe voll funktionsfähig. Ich kann ihn Ihnen zeigen, gleich morgen früh vielleicht. Ich brauche den aber heute Nacht. Nein, das reicht nicht. Ich brauche ein Modell in Originalgröße. Was? Das voll funktionsfähig ist. Heute Nacht. Ansonsten müssen wir das Patent an einen Konkurrenten vergeben. Dr. McCoy. Das geht nicht. Ich meine, es wäre vielleicht möglich, in dem Zeitraum ein funktionsfähiges Modell in Originalgröße zu bauen. Aber mir fehlt der Hauptbestandteil. Den besorge ich dir. Was ist es? 95%iger Alkohol. Und Sie können sich vorstellen, wie schwer der heutzutage zu bekommen ist.
Vor allem jetzt, nachdem jemand seine illegale Bar gesprengt hat. Außerdem besteht keine Möglichkeit, dass ich Feierabend mache, bevor ich diese Vorladung zugestellt habe. Sie ist Bestandteil der Ermittlungen über die Geschäfte von Kit Tennen. Ist es so wichtig, dass Sie den Bohrer heute sehen? Ja. Ist es so wichtig, dass du die Vorladung heute zustellst? Ja! Hör zu, ich helfe dir, sie zuzustellen und werde dir auch den Alkohol besorgen. Wenn du dann den Bohrer heute noch fertigstellst. Abgemacht? Abgemacht. Hier die Vorladung. Die Vorladung ist für meinen Großvater? Es ist Kit Tennen! Hey, der hat eben Arthur McFly in der Suppenküche angeschrien. Kein Wunder, Arthur macht die Buchhaltung für seine Geschäfte. Was für Geschäfte? Das versucht der Staatsanwalt rauszufinden. Lass uns mit ihm reden. Nein! Warum nicht? Kit Tennen kann uns sagen, wo sich Arthur versteckt. Ja, dann können wir auch gleich unser Testament machen. Ach, komm, wir gehen jetzt einfach hin und sprechen den an. Ich meine, mehr als das Universum zerstören können wir ja eh nicht. Oder? Sehe ich da jetzt gerade was falsch? Verdammt nochmal, Matches, du hast meine Socken mit Kiwi beschmiert. Hä? Sorry, Boss. Raus hier. Wieso Kiwi? Was willst du? Bitte? Ich sitze zum Schuheputzen hier und du kommst zu mir. Entweder willst du meine Schuhe putzen oder du willst sterben. Welches von beidem? Ich sag mal... Ja gut, dann putzen wir halt die Schuhe fertig aus. Sie werden wohl nicht über Ihre Geschäfte sprechen. Warum nicht? Ich habe nichts zu verbergen. Ich bin seit kurzem Mehrheitsbeteiligter der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit. Ja, okay, das klingt auch sehr plausibel. Ist eine Suppenküche nicht ein seltsamer Geschäftszweig für jemanden wie Sie? Ich mag Suppe. Außerdem habe ich ein sehr großes Herz. Putz etwas fester. Ich will mich darin spiegeln können. Okay, das hatten wir schon. Ich suche jemanden namens Arthur McFly. Wir sind irgendwie verwandt. Nun ja, er ist mein Angestellter und heute hat er viel zu tun. Ja, wo ist er denn? Aber als sein Boss wissen Sie, wo Arthur ist. Er ist im Büro. Wo ist das Büro? Weiß ich nicht. Wie, du weißt nicht, wo dein eigenes Büro ist? Ach, und wann wird er heute das Büro verlassen? Wenn ich ihm erlaube zu gehen. Hey, du hast da etwas übersehen. Ist das nicht Arthur McFly's Hut, den Sie da haben? Es war McFly's Hut. Jetzt dient er mir als Erdnussschale. Als Erdnussschale. Kann ich Ihnen den abkaufen? Könntest du einfach deine Arbeit machen, kleiner Schuhputzer. Ich behalte meine Erdnussschale. Kann ich ein paar Erdnüsse haben? Warum nicht? Ich bin ein ziemlich spendabler Mensch. Na los, bedien dich. Da sage ich nicht nein. So, die Pause ist vorbei. An die Arbeit. Vor allem sieht das aus, als wenn er einen Topfschwamm dafür benutzt. Wegen Arthur McFly. Ja. Ach, und wann wird er heute das Büro... Okay, das hatten wir alles schon. Noch eine... Du stellst meine Geduld auf die... So. Ich könnte schon ein paar Erdnüsse vertragen. Hast Glück, dass ich gerade in Geberlaune bin. Was passiert denn, wenn wir jetzt die Antwort hier unten nehmen? Hey, Kid! Ja? Verdammt, was ist das? Hey! Was hast du getan? Das weiß ich selber nicht. Was habe ich denn getan? Gib mir den Hut, du miese Ratte! Eric! Was hab ich? Was? Niemand hält Kit Tennen zum Narren. Oh, herrlich. Wo hast du gelernt, dich so zu bewegen? Beim Football.
Sie nannten mich der Blitz. Unglaublich. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich weiß nicht, also die Anspielung kam einfach nur richtig, richtig geil. Weil irgendwie jeder Tenant tritt irgendwo in Scheiße oder fährt unter einen Düngemittellaster bzw. unter einen Manure-Truck. Das war richtig geil. Irgendwie hat jeder Tenant anscheinend das Bedürfnis, in Scheiße zu treten. Und hier geht's nicht weiter. So, können wir hier noch irgendwie was machen? Ich habe da vorhin, glaube ich, noch Edna irgendwo gesehen. Jawohl. Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Lenken Sie keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich. Ich bin an einer sensationellen Story dran, wie wir von der Presse sagen. Die Sensation? Ich habe Gerüchte gehört, dass etwas Seltsames in der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit vorgeht. Es gibt eine neue Geschäftsführung und... Oh, wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen, bevor wir nicht die Fakten kennen. Ich bete, dass es nur ein Gerücht ist. Diese Suppenküche ist die Speerspitze im Kampf für die gute Sache. Was wird aus dem Finger vom Fuselverband ohne sie? Ganz zu schweigen von all den Einrichtungen, die meine Suppenlieferungen... Hä? Haben Sie die Geschichte fertiggestellt, für die Sie mich interviewt haben? Über Carl Sagan? Ja, aber diese starrsinnigen Redakteure haben sie abgelehnt. Sie sagen, mein Artikel wäre einseitig und dass ich einen mutmaßlichen Brandstifter verherrliche. Als würden ihre Artikel nicht ständig den kriminellen Abschaum verherrlichen, der die Stadt kontrolliert. Das macht mich so wütend, ich könnte schreien. Was ich natürlich nie machen würde. Das wäre Ruhestörung und es ist... Ja. Sie liefern Suppe aus? Das ist einer meiner vielen kleinen Beiträge für die gute Sache. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, hoffe ich. Ich hole Behälter mit heißer Suppe in der Küche ab und liefere sie überall hin. Zum Hill Valley Waisenhaus, die Ranch des heiligen Franz Xaver für ungewollte Kinder, das Foggy Mountain Heim für unheilbar Irre, das Shady Acres Altersheim. Ach, ich kann mich kaum an alle erinnern. Irgendwie kommt mir der Name von dem Irrenhaus bekannt vor. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, woher das kommt. Foggy Bottom. Hm. Ich kann Ihnen mit der Suppe helfen. Ich arbeite viel für Wohltätigkeitsorganisationen. Oh, welche? Die, Super Mario Brüder. Ach ja, die Italiener tun so viel Gutes. Wenn Sie es arrangieren könnten, dass ich die Suppenbehälter abholen kann? Immer ruhig mit den jungen Pferden. Wir wollen nichts überstürzen. Ich leite den Suppenfahrdienst in dieser Stadt und ich überlasse es nicht einfach einem Neuling. Aber wenn Sie gute Kontakte zu den wohltätigen Einrichtungen haben... Ja? Sie können mir Bescheid geben, wenn Ihnen die Suppe ausgeht. Ich kenne tatsächlich eine Einrichtung, die mehr Suppe braucht. Oh, welche? Keine Ahnung. Das Altersheim vielleicht? Das Altersheim. Die lieben Alten. Suppe ist eine der wenigen Freuden, die ihnen bleibt. Okay. Okay, Edna. Denk einfach an all die armen Seelen und halte die Luft an. Mr. Donnelly? Ich brauche Suppe. Suppe im Fass? Okay. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man die irgendwie im Topf transportiert oder so. Oder nicht? Oder sehe ich da jetzt was falsch? Hm. Die ist jetzt anscheinend weg. So, können wir noch mal mit Doc reden? Musst du oft Vorladung zustellen? Mein Papst lässt mich immer die Drecksarbeit machen. Er will, dass ich mit verschiedenen Menschen zu tun habe. Aber bis jetzt habe ich nur mit vielen Schimpfwörtern zu tun gehabt. Hm. Warum sagst du nicht einfach nein, wenn dir diese Arbeit nicht gefällt? Was denken Sie, ist das Schlimmste, das mir dabei passieren kann? Du könntest erschossen werden. Ja nun, das ist nichts im Vergleich zu dem, was passiert, wenn ich meinen Paps widerspreche. Irgendeine Idee, wo wir Arti finden? Nein, wenn wir nur an ihm dranbleiben könnten. Was ist mit Kit Tennen? Was wissen wir über ihn? Er ist laut, widerwärtig und nicht sehr schlau. Und er hasst es, wenn man ihm in die Quere kommt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Tenant. Einige von meinen Patentamtkollegen fragen sich, was dich auf einen Raketenbohrer gebracht hat.
Das war das Buch Die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Es war wie eine Offenbarung. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Okay, also scheint das Gespräch jetzt nicht wirklich zu irgendwas zu führen. Oder mein Name ist nicht? Michael Corleone! Ja. Hey! Hier lauft doch einer! Lauft? Was? Gehen wir da nochmal reingucken. Weil, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, warum man Suppe in Fässern irgendwie verschickt. Hey, Q-Ball. Was? Der Laster ist gerade mit einer neuen Ladung Suppe angekommen. Suppe, Suppe? Nun, das ist die normale Suppe. Das ist die spezielle Suppe. Richtig. Spezialsuppe. Hey, was tust du da? Ich würze die Suppe. Das ist mein Geheimrezept. Hör zu, das hier ist nicht das Ritz. Und wir wollen diesen Idioten keine Gourmetsuppe geben. Der Boss muss sein Geschäft wieder aufbauen. Also lass den Mist und mach... Okay, okay. Probier nur mal die Suppe. Und? Ah, jetzt verstehe ich, warum du das Rezept geheim hältst. Schmeckt so grausam, oder wie? So, können wir irgendwie an die Fässer rankommen? Was ist mit denen hier? Was ist damit? Welche Suppe ist da drin? Das ist nicht, das ist Spezialsuppe. Warum ist sie so speziell? Die ist, für Erwachsene, Kleiner. Eine Suppe für Erwachsene? Genau. Warte nur, wohin dich die Neugier bringt. Okay, also ich denke mal, das hat gerade meinen Verdacht bestätigt, dass da nicht wirklich Suppe drin ist, sondern Schnaps. Hä? Okay. Kann man mal machen, ne? Achso, entladen die den Lastwagen. Jetzt verstehe ich. So. Aber können wir... Da konnten wir ja nicht rein. Teambriefing, Emmett. Besprechung? Hör mir nur einen Moment zu. In Ordnung. Ich glaube, ich weiß, in welchen Fässern der Fusel ist. Und worauf wartest du noch? Er wird mir nicht einfach so ein Fass geben. Natürlich. Nun, du scheinst gut mit Leuten umgehen zu können. Also überlasse ich es dir, diesen Trottel dazu zu bringen, seinen Schwarzgebrannten herauszurücken. Das kriegen wir hin. Emmett, ich komme nicht an die Tür da drüben. Diese Tische blockieren sie. Die Tür? Sollen wir einfach hineinspazieren und ein Fass Alkohol mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Das wäre blöd, oder? Finde ich schon. Trotzdem würde ich gern diese Tür öffnen. Von hier draußen kann ich nichts machen. Nun, das ist eine Sache der Physik. Wir brauchen einen Hebel, eine Art Stopper. Mal sehen, womit ich dienen kann. Okay, hast du schon eine Idee? Jetzt dürfen wir dich nicht mal... Dürfen wir nicht mal ansprechen? Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe offen zu halten. Okay. Kann der uns helfen? Ich spreche lieber nicht mit ihm, sonst beeinflusst das seine Zeit gerade. Ah, stell ihn so an. Nur wenn man ein bisschen mit dem redet. Können wir mit dem reden? Sprichst du mit mir? Also, das war mal eine Suppenküche? Was meinst du mit war mal? Trotz kürzlichen Besitzerwechsels dient dieser Ort weiterhin der Verteilung von Nahrungsmitteln an die Bedürftigen und Notleidenden. Und keinem anderen Zweck. Genau. Ah, ja. Was treibt einen so harten Kerl wie Kit Tennen in eine Suppenküche? Mr. Tennen erwarb die Suppenküche von den barmherzigen Schwestern, um seinen Ruf als respektables Mitglied der Gesellschaft wiederherzustellen, nachdem sein guter Name durch böswillige und heimtückische Taten
von fehlgeleiteten Vandalen beschmutzt wurde, die seinem Geschäft sind. Seine illegale Bar. Illegale Geschäfte mit Alkohol kann ich weder bestätigen noch verleugnen hier in der... Ist eine verdammte Suppe, Kleiner. Ich hab ja nicht mal welche. Warum ist die Suppe in einem Fass? Weil sie sich vom Boden so schlecht schöpfen lässt. Ja gut, das kann man sagen, aber so ein Fass hat auch einen Boden, mal so nebenbei, ne? Könnte ich etwas Suppe haben? Das ist eine Suppenküche. Was glaubst du also? Thank you. Was ist das für eine Suppe? Schmeckt wie... Minestrone? Ich wollte alte Kohlsuppe sagen. Meckere nur. Alles, was ich hier habe, ist diese abgestandene Fasssuppe und ein Gewürzregal, das seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr aufgefüllt wurde. Wie soll ich deiner Meinung nach was Besseres als diese Brühe kochen? Mal sehen. Schon probiert mit... Salz, Paprika, Petersilie, Chilipulver. Also ich würze meine Sachen eigentlich ganz gerne mit Paprika oder Chilipulver. Einfach um da so ein bisschen Schärfe reinzubringen. Vielleicht ist das mal damit. Ein wenig Schärfe. Wird sie etwa kalt? Nein, ich meine sowas wie Chilipulver, muy caliente. Ganz schön taff, der Junge, was? Ehrlich gesagt, mag ich es auch scharf. Aber es muss auch dem gemeinen Volk schmecken. Komm schon, eine kleine Prise wird schon niemanden umbringen. Ach komm, eine kleine Prise hat noch niemandem geschadet. Chili passt überall dran, finde ich. Fällt mir an, ich könnte auch mal wieder Chili con Carne kochen. So, wo ist meine Suppe? Hallo. Okay, will wieder nicht mit uns reden. Wie geht's Doc da hinten eigentlich? Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe. Ja, ist mir schon klar. So. Okay, damit ist jetzt durch mit der Würze. Kann ich denn jetzt noch was haben? Einfach mal probieren. Was gibt's, Junge? Okay, ich hätte da ein paar Ideen für die Suppe. Schieß los. Mal sehen. Schon probiert mit... Salz. Salz? Salz? Schmeckt es dir etwa nicht? Zu fad? Ich hab doch nicht zu viel Pfeffer reingemacht, oder? Ich denke nur, sie könnte etwas Salz vertragen. Über Geschmack lässt sich eben streiten. Oh, ich sehe gerade, ich bin auch schon leicht über der Zeit. Deswegen würde ich sagen, ich mache an dieser Stelle gleich mal eine kleine Pause. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis denn. Ciao.